Ich mache mir gerade bewusst, was es heißt, sein Leben wirklich zu führen. Der erste Schritt ist Zielklarheit. Ich muss wissen, was ich will, überzeugt sein, dass es geht und glauben, dass ich es kann. Dann sollte ich jedes Vorhaben zum erwünschten Ergebnis führen. Und es ist wichtig, wer führt eigentlich mein Leben? Das Ego oder ich selbst? Das sind zwei ganz verschiedene Wege. Und ich muss mich entscheiden. Also sollte ich wirklich als ich selbst leben, damit es wirklich meine Ziele sind und damit ich mein Leben verwirkliche. Dazu sollte ich ständig in der Wahrnehmung sein. Voraussetzung ist, dass ich die Identifikation mit der Illusion des Ich beende und mir bewusst als Zuschauer, als bewusster Zuschauer, meinem Körper, meinem Verstand, beim Leben zuschaue. Damit komme ich ganz von selbst, vom Denken zur Wahrnehmung. Und bin im Jetzt, in der Wirklichkeit des Jetzt. Noch besser ist es, ständig online zu sein. Das heißt, bewusst eins mit dem einen Sein, dem Ursprung, der Quelle. Damit bin ich in der universellen Wahrnehmung, kann alles erkennen, was war, ist oder sein wird. Ich erkenne so auch meine Lebensabsicht. Meine wahre Berufung. Kann meine Lebensabsicht verwirklichen, meiner wahren Berufung folgen. Denn nur so kann ich wirklich erfolgreich und glücklich werden. Dann lebe und handle ich ständig im Mastermind. Eins mit dem einen Sein. Aber ich lebe auch ganz bewusst in der eigenen, natürlichen Vollkommenheit. Einfach, indem ich alles, was immer ich gerade tue, so vollkommen
wie möglich tue. Und lasse alles Unvollkommene bewusst los. Also das Falsche lassen und das Richtige tun. So verstehe ich auch die Sprache des Lebens, die Botschaft meines Körpers, die Sprache der Lebensumstände. Verstehe, was das Leben mir gerade sagt. Dann sollte ich mein natürliches Genie aktivieren. Und alles als Chance zum Besseren nutzen. Mein Leben wirklich zelebrieren. Das, was ist, wandeln in das, was sein soll. Führen heißt also vor allem mich selbst führen. Aber auch jedes Gespräch, meine Beziehung, mein Leben. Führen lernen ist also eine lebenslange Aufgabe. Und erst dann ist es wirklich mein Leben. Führen heißt, alles zu einem beabsichtigten Ergebnis führen. Besser ist, das innen wohnende Ideal verwirklichen, bis mein ganzes Leben ein vollkommener Ausdruck der eigenen natürlichen Vollkommenheit ist. Dann führt das Selbst sich selbst zu sich selbst. Das heißt wirklich, sein Leben zu führen.